Hallo Freunde, hier ist wieder euer Pokémex. Ja, vor einer Stunde circa kam ja der neue Trailer raus von Pokémon Purpur und Karmesin. Und ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns das Ganze mal zusammen an. Und ja, vielleicht machen wir dann ein bisschen Pause, gucken mal genauer hin. Ja, mal schauen, was da rauskommt. Gehen wir rein in den Lachs. Denn ab geht's. Bin richtig gespannt schon. Okay. Ah, oh, diese legendäre Pokémon ist auch so geil irgendwie. Alle Bäder. Okay. Mit einer Map. Oh, was ist das für eine Krabbe, ey. Die Straße der Sterne. Stell dich rebellischen Schülern. Oha. Team Star. Team Star heißen sie, Leute. Oha, die haben Helme auf. Oh, die haben eine richtige Festung gebaut. Oh. Ah, geil. Oh, was ist denn das? Scheiße, was ist denn das für eine Karre, ey? Irsa. Oh, muss man gegen LKW kämpfen? Uff. Was ist mit Pokémon? Der Pfad der Legenden. Pepper. Und richtig. Richtig gespannt, ey. Oh, die Krabbe gefällt mir, aber. Oh, ist das so ein Riesenvieh? Wie damals bei Sonne und Mond, die Wächter-Pokémon? Klibbe. Geiler Name. Oha. Der Weg des Champs. Achtet das bestimmt mit den Arena-Leitern herausfordern. Oh. Hallo. Sagaria, schön dich kennenzulernen. Die Präsidentin. Oh, höchstweite Trainerin. Arena-Prüfungen kommen zurück, okay. Findest Sonnenflora? Oh, ich finde das ja optisch mega schön, ne? Kolzo! Okay. Die Olive, Alter. Ich könnte mir bepissen vor Lachen. Das wird mein Starter hier, Freunde, wa? Die olle Ente. Oh, habt ihr die Strukturen gerade vom Mogelbaum gesehen? Der hat den Pflanzentyp angenommen. Okay. Boah, ich bin so gehypt, Freunde. Ich bin so gehypt. Die Mucke. Geil. Oh, was ist denn das? Mega Man oder was? Oh, sieht so schön aus. Oh, ab 18. November, Friends, ab 18. November. Oh. Ja, jetzt hören wir auf hier. Geil, geil, geil. Ich bin ja mega gehypt, ne? Oh, ich freue mich ja richtig auf Karmesin und Purpur. Wollen wir nochmal reingucken, Friends, und mal so ein bisschen Pause machen? Oder mal ein bisschen spulen und kicken? Ja, war. Schauen wir mal rein. Ich habe jetzt mal den Ton ausgemacht. Genau, am Anfang sehen wir ja hier die Region. Dann reiten wir auf unseren legendären Pokémon da. Die Schatzsuche ist das wichtigste Ereignis an der Orangen Akademie. Okay. Es geht darum, Paldea zu befreien mit Mega Man. Frei zu erkunden. Genau, hat man hier. Guck mal, hat man hier so eine schöne Maus. Hier so eine schöne Karte, ne? Jetzt hier festlegen, das ist schon cool. Ja, weiter gucken. Okay. Ah, jetzt drin in die verschiedenen Sektionen. Ja, hier kommen wir mit hier die Straße der Sterne. Stelle dich rebellischen Schülern.
Ja. Eine richtig krasse Festungsmauer hier, ne? Ja, Sternmove. Wir sind von Team Star, wo jeder nach den Sternen greifen kann. Ob wir auch nach den Sternen greifen können und uns dem Spiel stellen können, wir werden es herausfinden, Friends. Rübel A sagt das. Ah, nicht mal ein Name. Hier, die Unruhestifter der Akademie. Team Star. Hier sieht ja witzig aus hier, wie so eine Vespa-Gang mit ihren Helm und ihrer Biker-Sonnenbrille. Ah, so Artwork gefällt mir so, ne? Also, grafisch ist der Trailer schon echt schön. So, mit diesen zwei Trainern, dann die Schrift so. Sieht schon sehr schullastig aus, irgendwie hat das was. Aufgepasst, Leute. Wir haben einen Eindringling, der sich hoffnungslos überschätzt. Ob wir dieser Eindringling sind? Herr Klokel gegen Hunduster, man kennt's. Was ist das? Ah ja, genau, da kam ja dieses fette Auto, Alter. Friends, was ist das denn? Hot Rod Style? Oh, wow. Dir werde ich zeigen, was mit Leuten passiert, die sich mit uns anlegen. Da kennen sie uns Pokémon-Trainer, aber schlecht. Hier, Ursa. Ich finde dieses Artwork, ne? Dieses Artwork ist schon irgendwie nice. Diese, mit den fetten Stiefeln so, mit den Flammen und die Haare. Gefällt mir. Ursa ist auch, ne? Boss vom Team Star, Feuermitgliedern. Ah, es scheint auch verschiedene Gattungen zu geben. Also Feuer, Wasser, Pflanze und so weiter. Mal schauen. Boss von Team Stars, Feuermitgliedern. Okay, Ursa. Ja, ich finde diese ganze schulische Aufmachung ganz cool, so diese, mit diesem Grafikzeug. Und dann kämpft man da gegen das Kürtel, was da oben auf dem Hot Rod ist. Ja, geil. Mit Disco-Kugeln. Ja, hier. Pfad der Legenden, ne? Also, Suche nach den sagenumwobenen Geheimwürzen. Ich finde diese Krabbe hat schon irgendwie was. Ist irgendwie so eine Mischung zwischen Magneson und Krabby. Aber das Design gefällt mir. Ich mag eh Krabben-Pokémon so. Krabbuk und Krabby-Kingler, ne, sind eh die besten. Mal gucken. Gefällt mir schon ganz gut. Das ist Pepper, Mitschüler und großartiger Koch. Sie wird nämlich mit mir die Herrscher-Pokémon suchen und die Geheimwürze mitgehen lassen. Ne? Herrscher-Pokémon kommen wieder. So wie ich es gedacht habe. Mit Call. Und dabei war das so schnell, das konnte ich gar nicht lesen. Da musste ich ja Pause machen. Aber hey, Herrscher-Pokémon, geil. Hat mir auch sehr gefallen in Sonne und Mond, muss ich sagen. Ja, da reiten wir wieder dem Krabben-Pokémon entgegen. Und dann kommt der Big Boss. Boah. Das ist schon krass, das Viech. Da weg auch so zurückgeschreckt. Clip, 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 Klippe. Herrscher der Steinklippe. Das ist also der Herrscher der Steinklippe. Der ist ja gigantisch, ja. Der ist wirklich gigantisch mit dem roten Bäckchen. Das ist schon geil. Gefällt mir schon. Das ist schon cool. Der Weg des Champs. Das ist wahrscheinlich diese klassische so und so viel Orden. Und ja, dann Pokémon-Champion werden. Wir wollen nämlich der Allerbeste sein, man kennt's, ne? Mein Name ist Zagaria. Ich bin die Präsidentin der Pokémon-Liga. Auch ein wunderschönes Design. Gefällt mir auch richtig gut. Sehr erfrischend. Da haben wir sie. Ja. Da könnte so Unlicht sein. Könnte so eine Unlicht-Meisterin sein oder sowas. So vom Style her. Unlichtgeist, so die Richtung. Nehmen wir. Ja, zu spät. Gedrückt hier. Egal. Nehmen wir. Du bist also zu dieser Arena gekommen. Heißt das etwa, was ich denke? Ja, das heißt es. Das ist heißt, du willst die Arena ansammeln und dich der Pokémon-Liga dingsen? Ja, will ich. Sonnenfloras fangen. Ach, komm, richtig mit Prüfungen? Was wir auch schon aus anderen Spielen kennen und dann wahrscheinlich kämpfen, oder? Auf einen Pflanzen-Pokémon spezialisierter Arena-Leiter. Kolzo. Auch irgendwie cool. Hat so ein bisschen was von diesem. Ja, wie heißt das Pokémon hier, was diese, ah, jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt denn das? Das ist bei James hier im Anime immer auf dem Kopf gesprungen. Crossella oder so? Ich blendet euch mal ein. So sieht der aus in mir Sicht. Der gleiche Gesichtsausdruck. Und der schickt nur Liebe in den Kampf. Man kennt's. Ja, ist schon. Ah, ich Bock drauf. Also ich freue mich schon wirklich auf das Spiel. Bin mal gespannt, was sie da zum Multiplayer noch machen. Das ist halt für mein Meisterwerk. Ah, hier dieses Mogelbaum.
was sich dann, ist ja Steintyp oder so, Steintyp genau, und dann macht es, digitiert er zum Pflanzen-Pokémon. Geh wohin du willst, das sieht schon cool aus, ne? Ich hab doch richtig Bock auf das Game. Yeah. Ah, da waren die neuen Affiti-Pokémon auch mal. Guter Lander. Ja, hier und hier war Mega Man. Ne? Ist doch 1:1 Mega Man, also. Ah, hier und hier auch, oh, Mega Man. Hier schießt das auch noch. Bam, bam, bam. Mega Man-Potenzial. Man kennt's. Na klar. Aber irgendwie mag ich so dieses Design. Dieses futuristische finde ich schon ganz cool. Ja, das ist ein Wahnsinns-Trailer. Naja, ist schon geil. Ja, ich freue mich. Ich freue mich mega auf das Spiel. Ja, am 18. November ist es soweit. Was habt ihr vom Trainer? Oder was findet ihr? Ne, warte mal, wie stelle ich denn die Frage jetzt? Was findet ihr vom Trailer? Fandet ihr den gut? Fandet ihr den schlecht? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Das würde mich mega interessieren. Ich fand den tatsächlich sehr, sehr geil. Ich werde mir auch Karmesin und Popo leisten und gönnen. Ich glaube, Martin, also mein bester Kumpel, hat gesagt, der spielt Karmesin, dann werde ich wohl Purpur zocken. Und dann können wir uns alle battlen. Ja, Friends. Das war's. Trailer angeguckt. Ein bisschen drüber gelabert. Ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung ist. Ich bin richtig gehypt. Ich melde mich ab. Achso, wir sehen uns am Sonntag. Ja, am Sonntag sehen wir uns zum neuen Booster-Opening mit Martin. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Restwoche. Wir hören uns, wir sehen uns. Macht's gut und ciao.